bei einer Maus wollte ich, habe ich eigentlich auch überlegt, Wireless, aber da wurde mir mehr oder weniger von abgeraten. Wie doof, was das jetzt da. Ich glaube, ich mache das Fenster doch wieder ein kleiner. Alter, diese Katzen, ne? Wie viele hier sind. Er wurde mir von abgeraten, halt. Gut, ich bin jetzt nicht so professionelle Battlefield-Spielerin, muss ich sagen. Ich spiele das mehr einfach so. Aus Spaß am Spiel. Aber die Reaktionszeit bei Wireless-Mäusen soll halt wesentlich schlechter sein, was ich verstehen kann, was auch logisch klingt. Und halt die Batterie, also wenn die Batterielaufzeit, je nachdem, wenn du da natürlich mitten im Game bist und auf einmal kackt die Maus ab und sagt, ich möchte nicht mehr, ich lasse dich hier, schließ mich an Kabel an. Ja, dann hast du natürlich dein Spiel unterbrochen oder auch nicht, wenn das Spiel nicht unterbricht. Bei der Xbox ist es ja so, wenn der Controller keine Batterie mehr hat, dann stoppt das Spiel. Ja, ich weiß nicht, am Computer kann ich mir vorstellen, dass wenn die Maus unterbrochen ist, also die Verbindung zur Maus unterbrochen ist, dass das nicht einfach anhält. Das heißt, je nachdem, in welcher Situation du da gerade bist, bleiben wir mal bei Battlefield 3, um genauer zu sein. Und du bist gerade, keine Ahnung, boah, Beispiel, weiß nicht, alle Leute, die Battlefield kennen hier. Du hockst gerade in der Deckung bei der... Mann! Mit einem Raketenwerfer auf der Karte Sand Crossing am Punkt C auf der Brücke. Und da kommt ein Tank um die Ecke. Du hast ihn im Visier, willst abdrücken, Bogen raus, weg. Ja, das Spiel hält dann nicht einfach an im Multiplayer, ne? Ist dann kacke. Ist dann kontraproduktiv. So. Ja, also, ne? Deswegen, also ich, wie gesagt, Wireless ist halt, es hat halt alles Vor- und Nachteile. Also die Kabelmaus halt hier, die jetzt hier bei mir rumflattert auf dem Tisch, die ich jetzt hier gerade benutze, muss ich sagen, hat eigentlich relativ, ja, das, ich die Maus jetzt dazu habe, die hat eigentlich relativ viel Spiel im Kabel. Obwohl sie sich manchmal an meiner Tastatur verhakelt, was dann auch ein bisschen scheiße ist, dann hakt sie sich runter, dann die Tastatur hat so kleine Füßchen dran unten, die ich auch hochgestellt habe, damit sie ein bisschen schräger steht und nicht so ganz plan auf Tisch. Und dann hakt die sich da ein und dann kannst du da ziehen und ruckeln dran und ziehst dir die ganze Tastatur mit irgendwie weg. Aber wie gesagt, dann man muss halt irgendwo Prioritäten setzen. Und da stimmt es dann schon, wenn Leute sagen, wenn man schon fragt, was sie dazu sagen, und sie sagen dann, würden sie nicht empfehlen, einfach weil wegen die genannten Gründe, die ich gerade eben genannt habe. Genannte Gründe sind genannt. Ja, ist dann auch verständlich. Und ich nehme eigentlich schon wieder viel länger auf, als ich wollte, aber ist egal. Ich bin gerade so voll im Redeschwall. Voll im Redeschwall, Digga. Deswegen mache ich jetzt einfach mal weiter. Weil ich vielleicht auch keinen Plan habe, was ich da unten eigentlich gerade baue, sondern jetzt einfach nur irgendeine Wand setze und dabei Lava. Und da muss ich auch mich nochmal ganz persönlich bei einem meiner Abonnenten bedanken. Derjenige weiß schon, dass er gemeint ist. Jeweils hat der mir irgendwas fast das größte Kompliment gemacht, was man machen kann. Es ist natürlich immer Ansichtssache, welche Let's Player man mag und welche nicht. Welche Let's Plays man gut findet oder nicht. Ich muss sagen, ich bin nicht seiner Meinung, wenn ich jetzt den folgenden Satz sage, den er mir gesagt hat. Und ich finde es auch scheiße, wenn jetzt Leute deswegen hier rumflamen oder so. Aber ich habe zu hören bekommen, dass ich und wir hier flamen jetzt einer nur, weil ich das gesagt habe. Weil das ist nicht meine Meinung, sondern die Meinung von jemand anderem, dass ich ein besseres Let's Play mache als Gronkh. Wo ich mir schon denke, what the fuck? Da muss ich sagen, ganz großes Dankeschön. Ich bin nicht der Meinung, aber Dankeschön. Und wie gesagt, es ist jedem selber überlassen, wen er guckt, welches Let's Play er guckt. Aber wenn ich... gut, es sind jetzt nur 21 Folgen gewesen, beziehungsweise... also
wo ich diese Folge jetzt hier aufnehme, diese Aufnahme, waren es nur 21 Minecraft-Folgen. Und die hat sich derjenige echt an einem einzigen Tag reingezogen. Und da denke ich mir dann auch, Alter, wie verrückt kann man eigentlich sein? Ist echt lustig gewesen. Vor allem so ein Kompliment zu bekommen. Und du denkst, du wirst mit Gronkh verglichen und wird sogar gesagt, dass du besser bist als er. Gesagt, alles Ansichtssache. Ich sag auch den Namen des Abonnenten nicht, weil sonst wird der hier noch geflamed. Ich traue meinen Abonnenten, also euch, die ihr das Video jetzt hier gerade guckt, zwar nicht zu, dass ihr so seid. Wirklich nicht, ich mag euch. Ihr seid mir extrem viel wert, extrem wichtig. Weil ohne euch würde das hier alles viel weniger Spaß machen, das hier alles zu basteln. Aber es sind ja nicht nur Abonnenten, die diese Videos hier gucken. Nicht nur meine Abonnenten, sondern auch gerne mal ein paar Hater, wo ich dann auch schon ein paar Kommentare in den Videos... Ist hier gerade eine Katze in der Wand verschwunden? Ich will mich verarschen. Wo ist die Katze? Alter, Minecraft! Wo ist meine Katze? Hä? Ich fühle mich verarscht. Ich fühle mich von Minecraft gerade richtig getrollt. Ja. Jedenfalls sind das ja nicht nur Abonnenten, die diese Videos hier gucken. Und Hater gibt es immer wieder gerne. Und ich kann mir jetzt schon wieder die Kommentare vorstellen, weil es dann welche kommen sollten. Was willst du? Wie gesagt, alles Ansichtssache. Und ich habe mich über das Kompliment sehr gefreut. Ganz großes Dankeschön. Deswegen. So. Ja, jedenfalls denke ich mir, da scheint ja doch ein paar Leuten zu gefallen, die Videos, die ich hier mache. Und das freut mich dann natürlich umso mehr. Alter, wie viel Sandstein wir noch mal brauchen. Ob wie Mund, wie Mund mein Trocken schon wieder ist. Wie trocken mein Mund schon wieder ist. Habe ich scheinbar so eine Veranlagung, dass mein Mund sehr schnell trocken wird. Aber gut, es kann auch daran liegen, dass ich, obwohl in der Müdigkeit hat das eigentlich nicht viel zu tun, denke ich mal. Ja, jetzt überlege ich gerade. Ich überlege und versuche gleichzeitig zu reden. Es ist nicht einfach. Auch wenn meine Frau multitaskingfähig sein soll, ist es nicht einfach, gleichzeitig zu überlegen und zu quatschen. Denn hier bei Minecraft soll ja auch alles wohl überlegt sein. Wohl überlegt, labert die hier. Boah, ich... Was mache ich denn jetzt hier? Ja, ich schlafe mal. Brauch noch so einen Abstellraum irgendwo, wo die Kisten dann reinkommen. Ich überlege gerade, wo ich den hinmachen könnte. Wir könnten auch mal hier im Portalraum. Den könnten wir irgendwann ein bisschen auskleiden. Oh, toll. Ich will nicht, aber Alter. Na, ich den ganzen Sand, den ich gerade aufgefüllt habe, der kommt jetzt alles wieder runter. Nein, egal. Bleib doch mal da oben, Sand. Ich kann nicht auch wieder rein. Aber ich könnte echt. Oh, ich bin voll müde. Wie gesagt. Ich glaube, wenn ich sage 10 Minuten Schlaf, dann ist das schon viel. Das auch nicht. Bis um 6 Uhr morgens im Teamspeak und es ist Freitag, also es war in der Nacht von Freitag auf Donnerstag. Ich habe so keine Ahnung. Jetzt ist es inzwischen 10.30 Uhr. Ich nehme schon eine Stunde auf. So viel wollte ich gar nicht. Aber naja, muss. Es muss. Was muss? Das muss, ne? Das macht jetzt irgendwie gerade macht auch Spaß. Ich wollte mich echt so ein bisschen drücken vor der Aufnahme, weil ich mir denke, wieso. Los, weil du zu müde bist. Aber jetzt macht es gerade irgendwie richtig Spaß. Das Problem ist halt, ich weiß nicht wirklich, was ich hier mache. Und mache jetzt hier einfach irgendwas. Irgendwelche Arbeiten. Die halt mal gemacht werden müssen. Und... Hey, jetzt kann ich den Satz da irgendwie auffüllen, den ich eigentlich gerne vor, keine Ahnung, 10 Minuten da reingesetzt habe. Meine Nase juckt. Scheiße. Ah, aua. Manu, komm doch hoch. Alter, hör auf zu jucken, du Nase.
Oh, guck mal, Hüpfekästchen. Ja, so viel zu dem Texture Pack. Mist. Wo ist der Sandplastwand? Hopp, hopp, hopp. Ja, was können wir denn noch ein bisschen hier erzählen? Lass mich mal überlegen. Jetzt fällt mir natürlich nichts ein. Die Sonne geht unter. Arsch. War jetzt so nicht gewollt. Da habe ich aber noch keinen Plan, wo ich die Kisten hinmache. So. Rinn ins Bett. Und mal einen Schluck Apfelsaft hier trinken. Ah, natürlich voll ins Mikro. Ah, der gute Apfelsaft von Car Classic. So. Upsa. Ja, sehr professionell im Let's Play trinken. Ich weiß. Aber in meinem Zustand darf ich das. Das setze ich jetzt einfach mal. Leg ich jetzt einfach mal fest. So. Ziehen die Erde noch raus. Schubididididum. Mache ich jetzt die Wände hier auch aus? Sandstone oder lasse ich die erstmal so? Ich habe ja schon wieder gar keinen Plan. Aus Netherrack möchte ich sie eigentlich nicht machen, weil das sieht jetzt hier zwar in dem Texture Pack ganz lustig aus, hier das Gebilde. Aber wenn man es dann in dem normalen. Entschuldigung. Normalen Texture Pack. Meine Kraft dann wieder sieht, dann sieht es, glaube ich, doch ein bisschen bizarr aus mit dem. Toll, jetzt muss ich noch mal aufstoßen, ey. Boah, wie professionell. Oh Gott, ey. Ja, das sieht dann bestimmt wieder ein bisschen merkwürdig aus, wenn dann hier alles rot ist. Und ich habe immer noch keine Ahnung, wo ich die Kisten hinmachen soll, verdammte Axt. Verdammte Spitzhacke. Sag mir doch mal, wo kann ich die Kisten hinmachen? Du kleines Mietzi, sagst mir, wo soll ich die Kisten denn machen? Wo soll ich die Kisten denn machen? Ach, jetzt drehst du dich wieder um, ja? Das Ding. Ah, verdammt. Ich mag das eigentlich immer so ein bisschen unterirdisch, aber wenn sich jetzt hier rein zu buddeln. Ich mach das so. Ich mach jetzt hier die Küche hin. Also die, ja, die Küche. Puh, und dann mache ich von der Küche aus, mache ich dann so ein, so eine Tür, die führt dann in den Keller.